In dieser Übung gebe ich Ihnen Tipps und Tricks, wie Sie das Potenzial der 12-teiligen Stabübung ausnutzen und profitieren davon. Die 12-teilige Stabübung beschäftigt sich mit den Phänomenen Ihrer Lunge. Darum müssen Sie jetzt auch nicht so sehr an Ihr Herz denken und am Herz sein, wenn Sie den Stab hochwerfen, weil dann verengen Sie diesen Bereich. Genauso sollten Sie versuchen, nicht zu stark in den Händen zu sein, sagen, der Stab muss ja hoch, weil dann reißen Sie ihn hoch. Und die Ellenbogen, behandeln Sie die so, dass Sie nicht, wenn der Stab hier ist und sagen, jetzt muss ich höher, die Ellenbogen hochziehen, sondern all diese Sachen können Sie damit lösen, dass Sie vom Körpergefühl, von dem Lungengefühl her weit werden. Und in diese Weite steigt der Stab hinein und diese Weite zieht die Ellenbogen auseinander und lässt den Stab wie von alleine bis an die Oberkante Ihrer Schlüsselblätter steigen. Im Rücken versuchen Sie auch, das Volumen in der hinteren Lunge zu erzeugen. Und das nimmt dann die Arme auch mit hinter, wenn Sie die spüren. Und Sie haben nicht das Problem, dass, wenn Sie nur oben das spüren, am Po hängen bleiben. Fühlen Sie im Rücken die Weite Ihrer Lunge. Das nimmt die Arme nach hinten. Und der Stab ist auch im unteren Bereich frei und bleibt nirgends hängen. Wenn Sie dann diese Weite größer machen, dann fliegt der Stab da rein. Und jetzt versuchen Sie nicht hochzuziehen, was muss ich da tun, weil dann wird der ganze obere Lungen- und Halsbereich eng. Wenn Sie hier sind, denken Sie einfach, es geht nach links und rechts. Und das zieht und dann können die Unterarme ganz entspannt hängen, weil Ihre Ellenbogen wie Marionetten nach links und rechts und dadurch in die Höhe gebracht werden. Und von dort lassen Sie los und können entspannt weiterfahren. Leicht werden, hopp, der Stab fliegt hinein und das Gefühl von Leichte bleibt, auch wenn Sie den Stab fallen lassen, wie an einem Fallschirm gehalten, hopp, fliegt er hinunter und wiegt fast nichts und landet weich. Wenn Sie also jetzt mit dem Stab nach oben in die Leichte gehen, hopp, spüren Sie mal, was Ihre Beine machen. Und wie die durchströmt werden. Bei mir strömt es jetzt in den Beinen ganz lebendig nach unten. Und wenn Sie den Stab fallen lassen, haben Sie das Gefühl, es strömt auch in den Beinen mit nach unten. Und dann, nach einer gewissen Zeit, kommt ein Strom von unten zurück, der Sie wieder hochträgt und von innen erfüllt. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie den Stab fallen lassen, runtergehen. Sie finden den Strom, der baut Sie auf und danach bringen Sie den Stab nach hinten. Oder wenn Sie den Stab mit dem leichten Gefühl nach unten fallen lassen, gehen Sie nicht in die Knie äußerlich, sondern strömen noch ein bisschen runter und mit der Welle zusammen bringen Sie den Stab nach vorne.